Monaten habe ich mich, was die KI betrifft, noch gar nicht so richtig rangetraut, insbesondere nicht, was bildgenerierende KI angeht. Also ich habe natürlich schon ein bisschen meine Insta-Posts mit ChatGPT aufgehübscht und so weiter und mir Ideen geholt. Viel mehr habe ich noch gar nicht gemacht und ich finde es aber total spannend, dass wir uns darüber unterhalten und ich habe mich auch schon mit einigen von euch gestern schon unterhalten. Jetzt sieht man mich auch im Bild, vielen Dank. Genau, uns da auszutauschen, eure Erfahrungen zu hören und das irgendwie zusammenzubringen. Ich versuche es parallel hier in meinem Mini-Buch irgendwie mit zu zeichnen, dass wir das auch noch haben. Ansonsten, ich glaube, es gibt ja auch die Aufzeichnung, beziehungsweise vielleicht hat ja jemand irgendwie Lust, noch mit zu notieren oder Sketchnotes selber. Ich habe schon einige auch gesehen, die ich so kenne. Genau, das war es so kurz für die Einleitung. Schön, dass ihr da seid, also sowohl hier im Raum als natürlich auch im Online-Raum. Hätte ich jetzt andersrum machen müssen, aber ich hoffe, ihr seht es mir nach. Genau, ja, ich würde sagen, wir haben hier die Würfel, die ich gerne in den Raum gebe. Hinten ist auch noch einer und ihr Onliner habt sowieso ja eure eigenen Mikrofone und Möglichkeiten, euch zu beteiligen. Deswegen würde ich sagen, wir starten einfach in die Diskussion und wie gesagt, mich würde einfach interessieren, welche Erfahrungen ihr schon gemacht habt, welche Fragen ihr vielleicht auch habt, weil also ich komme hier nur mit Fragen rein und mit wenigen Antworten und wäre schön, wenn wir das zusammen tragen könnten. Und dann meldet sich auch schon Jan aus dem Online. Ja, ich finde diese Bilder, die du da zeichnest, voll super. Wollte ich mal sagen, weil das ist so eingänglich einfach fürs Hirn. Ja, und ich würde mir wünschen, es gäbe sowas, was mir das, also Menschen mit weniger Talent fürs Zeichnen, das einfacher macht, das irgendwie so nebenbei auch, also vor allem auch nebenbei mit hinzukriegen. Weil ich habe zum Beispiel immer das Problem, wenn ich mich auf ein Thema konzentriere, dann kann ich nebenbei keine Aufzeichnungen machen, richtig. Das fällt mir schwer, persönlich. Genau, deswegen finde ich ja auch die modernen Mittel mit Transkription und so weiter und Aufzeichnung relativ gut, weil da hat man dann hinterher auch eine Zusammenfassung, halt nicht in so einer schönen Form. Mir ist es persönlich auch noch nicht untergekommen, wie man sowas auch nur annähernd machen kann. Ich setze da Hoffnung auf solche Werkzeuge wie Miro oder sowas, die ja auch eine KI-Integration haben, um Sachen zu generieren. Allerdings ist da diese Aufhübschung noch nicht da. Da kann man sich jetzt mittlerweile Diagramme generieren lassen oder sowas. Aber das halt irgendwie so schön eingängig zu machen, habe ich noch nicht gesehen. Ich hoffe, jemand anders hat da irgendwelchen Input. Gib mal weiter. Cool, vielen Dank. Katharina. Ich wollte einfach nur sagen, also mich würde das auch interessieren, ob es da halt überhaupt so schon Möglichkeiten gibt, das beim Live-Zeichnen zu unterstützen, weil ansonsten empfinde ich das bei bildgebenden KIs eher so, das dauert so lange, bis man ein passendes Bild generiert hat. Also ich habe das bei Mid Journey schon mehrfach ausprobiert, wenn ich man da eingibt, Sketchnote Style, dann macht er einem auch sowas wie Sketchnotes, nur schreiben kann er nicht. Das ist immer, sind immer eher Hieroglyphen. Und mir fehlt da so ein bisschen die Fantasie. Gibt es da überhaupt irgendwas schon, was man so unterstützend, außer wenn man sich jetzt selber was anlegt, darüber haben wir jetzt auch schon gesprochen, aber das ist ja nicht wirklich KI. Wie kann das aussehen? Dass es nicht erst noch 10 Versuche braucht, bis man das richtige Bild hat. Also das sehe ich als das größte Problem in der Zusammenarbeit mit KI, dass jeder Mensch schneller mit seinem Gehirn, wenn er einigermaßen zeichnen kann. Hat jemand eine Lösung? Das wäre doch mal spannend. Nicole meldet sich. Ah, da kommt die Lösung. Und schon hätte ich die Hand wieder runtergenommen, weil bei Lösung weiß ich Oh jetzt nicht. ja, gerne. Also wenn ich mich auch noch anders hinsetzen kann. Aber genau, Nicole, Entschuldigung. Nee, mach nur. Der Hans ist wieder richtig für uns online auch unterwegs. Das passt perfekt. Also ich glaube nicht in Lösungen. Ich glaube, dass wir, also wenn ich habe schon ein paar Mal drüber nachgedacht und ich glaube, den Sketchnote-Prozess muss ich ein bisschen auseinandernehmen, um dann die Unterstützung von den KI-Tools zu finden.
Also ja, natürlich Visualisierung und sowas geht. Es gibt ja auch schon Tools, die irgendeine Zeichnung von mir in ein Bild umwandeln. Ich glaube, was ja immer so faszinierend ist, ist, wenn man ja auch dir oder anderen Sketchnotern zuschaut, ist ja dieses, es entsteht live was, ich bin dabei. Und ich glaube, dass wir da von Rechenkapazität und von den Tool-Unterstützungen noch ein bisschen weg sind, wo wir schon Unterstützung durch im weitesten Sinne Technologie haben, ist ja beim Sketchnoten selbst schon. Also je nach, also ich nutze die Concepts-App zum Beispiel und ich kann da einstellen, dass der mir meine Kreise hinterher runder macht, als ich sie normalerweise gezeichnet hätte, oder dass der irgendwelche Linien halt nicht so fahrig sind oder dass irgendwelche Elemente geschlossen werden. Und ich glaube, bei der Visualisierung braucht es ein bisschen längeren Prozess. Beim Texten fände ich ganz spannend, so ein bisschen auch eure Erfahrungen abzufragen, weil Sketchnotes sind, die ist ja eine Zusammenfassung, eine inhaltliche Zusammenfassung von etwas, das ich verstanden habe, das ich festhalten will. Und da stellt sich die Frage, haben wir da nicht auch so eine Verzögerung drin, weil ja auch die Maschinen das erst verarbeiten müssen. Gleichzeitig können die Dinger jetzt schon transkribieren und Screenshots machen. Dann könnten die auch das, was ich jetzt in langen Sätzen gesagt habe, in einem Satz sehr schnell zusammenfassen und auf eine Sketchnote packen. Ja, ich frage mal kurz, weil Jan schon länger dran ist. Ach so, ist es okay, wenn wir aus dem Raum kurz eine Antwort zwischen reinnehmen für dich? Ja. Ja. Okay, gut. Kommen alle noch dran. Dann. Ich dränge mich so ein bisschen vor, sorry, weil es einfach direkt dazu zu deiner Frage ist oder zu deinem Kommentar. Und ich will es vielleicht ergänzen, weil ich habe bestimmt auch noch nicht die komplette Lösung. Aber ihr erinnert euch sicherlich an den letzten Call vom Simon, wo dann auch jemand ein Tool mit dazu geschaltet hatte, dieses TLDV, Too Long was aber letztendlich, also ich habe mich auch sehr gewundert, aber wurde euch dann auch nachher das Ergebnis zugeschickt. Ich fand das halt super beeindruckend, weil das hatte ja den ganzen Call mit transkribiert und halt eben auch thematisch wiederum in Blocks zusammengefasst. Und deshalb wäre meine Hoffnung, dass zukünftig so ein Tool dann auch noch weiterentwickelt wird, dass man es zum Beispiel auch mit einer Sketchnoting-Komponente dann noch versehen könnte, die eben auch entsprechende Bilder mit Text dazu erstellt. Aber sowas kennt noch keiner, oder? Aber da sind wir, glaube ich, nicht mehr weit von weg. Also. Hey. Nochmal sorry für das Kurdrängen. Entschuldigung, ja, hier auch. Jetzt muss ich mal ein bisschen gucken. Entschuldigt, das ist echt herausfordernd mit den zwei Räumen, meine erste Friede-Session. Ich würde jetzt nochmal hier, Entschuldigung, jetzt habe ich deinen Namen gerade. Eine. Genau, du hast dich auch schon länger gemeldet. Und dann, Jan, ich verspreche es. Aber Katrin, so als Idee in den Raum, gib diese Moderationsrolle doch jemanden im Raum mit ab. Dann kannst du dich auf Sketchnotes konzentrieren. Dann kann ein anderer, einer guckt auf Online, einer guckt auf Offline und einer guckt, dass die Mikros laufen. Schon erfolgt. Sehr gut, vielen, vielen Dank. Super, danke schön. Ich fand jetzt die Anregung ganz gut, den Prozess vielleicht aufzuteilen in Schritte und zu gucken, vielleicht gibt es dafür Tools. Ich sage gleich dazu, ich kenne die Tools nicht, denn ich bin noch ganz neu, was KI und sowas angeht. Ich beschäftige mich mit Wissensmanagement und da ich sehr, sehr viel mit verschiedenen Funktionen und Aufgaben lernen musste, auch damit, wie lerne ich für mich am besten. Und ja, man sieht es zu Hause nicht. Also bei mir sind es unter anderem Prozesse zu modellieren und ich arbeite gern mit Mindmaps. Und vom Prinzip sind Mindmaps ja auch die Zusammenfassung von irgendwas. Also ich habe mir 4 Mindmaps gemacht und das umfasst das Themengebiet einer ganzen Studie. Wenn ich vorhin aus einem Call, ja 4 so DIN A5 Seiten, ne, das ist auch ganz hübsch bunt, aber halt ohne Sketchnotes. Und ich finde, die Verbindung aus einer Mindmap mit untermalten Sketchnotes ist einfach für mich das, was für mich am besten lernen lässt. Da habe ich die Zusammenhänge drauf
Und man kann ja sicherlich mit Verlinkungen arbeiten. Also meine Idee jetzt in ganz kurz. Es gibt ein Tool vorhin, ich müsste jetzt nochmal nachgucken, was zum Beispiel Aufzeichnungen mitplottet, mit Timestamps und daraus eine Zusammenfassung, wenn man es in ein anderes Tool kopiert, eine Zusammenfassung macht. Wenn ich eine Zusammenfassung habe, könnte ich es zumindest schon mal strukturiert auf ein Papier bringen und bräuchte dann vielleicht die speziellen Begrifflichkeiten und lass mir zu dem Begriff Sketchnotes erstellen. Welche Tools wofür, könnte ich jetzt nicht sagen. Die ersten zwei könnte ich jetzt vielleicht noch nachlesen. Eins war, glaube ich, Atify für Transkription von Audios oder so oder Videomitschnitten. Das nächste weiß ich gerade nicht. Ja, aber vielleicht aufeinander aufbauend. Also wenn man das den Prozess des Sketchnotings auseinander nimmt. Mhm. Danke. Das ist mit Sicherheit eine gute Idee, den Prozess dann auseinanderzunehmen. Kannst du die Programme nochmal irgendwie mit reinnehmen, mal in Discord vielleicht mit reinnehmen? Wir hatten aber, bevor der Marcel drankommt, noch eine Wortmeldung aus dem Studio draußen. Ich sehe den Namen leider nicht von dir, aber du hast die Hand Jan ist dran. Ein. Gut, Jan ja, ist ich, dran. Ich wollte bloß noch erwähnen, weil ich vorhin Miro gemeint habe. Da gibt es ja auch dieses Miro-Board, das dankenswerterweise jemand hier anlegt für seine Sessions, wo er drin war. Finde ich ziemlich cool, weil das ja auch an dieses visuelle Darstellen rankommt. Ich habe den Link nochmal in den Discord reingeworfen. Weil das für mich den ähnlichen Zweck erfüllt. Da zeichnet man zwar nicht schöne Sachen daneben, aber es wird optisch so aufbereitet, dass man halt das irgendwie im Hirn, also ich zumindest, besser verarbeiten kann. Und also da würde ich vielleicht in die Richtung gehen, wenn man dann was mit KI machen will, weil das ist leichter zu erreichen, wie das so hübsche Grafiken zu zeichnen quasi und die dann auch so zu haben, dass man sie anschauen mag. Okay, danke. Marcel? Ja, also ich glaube, dass vielleicht wird es irgendwann gehen, aber das, was du da machst, ist der Hammer, wie du das immer alles mitzeichnest und so, das ist einfach so künstlerisch kreativ. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine KI so schnell ersetzen wird. Also das mag noch ein paar Jahre dauern, mindestens. Und die zusätzliche Herausforderung, die KI beim Erstellen von solchen Sketchnotes hat, ist ja, dass es unterschiedliche Modellierungen im Moment ja noch gibt. Ne? Also ein Large Language Model ist für Text, ein Diffusion Model für Bild. Man arbeitet daran, dass man Multimodalität schaffen kann. Soweit ich weiß, ist das aber noch nicht hundertprozentig gelungen. Das einzige Tool, was ich kenne, was das recht gut kann mittlerweile, ist Leonardo AI. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Das ist also eine Bildgenerierungs-KI, die anfängt, auch Rechtschreibungen mit reinzubringen und auch quasi textuelle Inhalte gut zu visualisieren in Bildern. Aber ansonsten sind diese Modelle halt einfach nicht darauf ausgelegt, dass sie Text und Bild so gut kombinieren können, zumindest fehlerfrei, ne, weil ja da auch die Modellierung noch nicht geeignet ist. Das wird kommen, aber trotzdem ist das immer noch was anderes, wenn das handcrafted gemalt ist, als wenn das eine KI generiert, auch wenn die KI das vielleicht in Zukunft simulieren kann. Das ist so meine 5 Cents dazu. Also Leonardo AI ist das Einzige, was ich kenne, was das ähnlich kann bisher. Das kann vor allen Dingen Bilder mit Texten zusammenbringen. Weil der Text ist immer in Rechtschreibung falsch normalerweise, weil eben das Diffusion Model kann nicht sauber Pixelgenerierung in Rechtschreibung umsetzen. So in meiner laienhaften Erklärweise. Ne? Also ich weiß, da steckt ganz viel Technik dahinter, aber wie das technisch funktioniert, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es nicht ohne Weiß funktioniert. Okay. Aber ich denke, es ist schon jetzt gut, so eine Linksammlung dann auch nochmal zu haben. Aber wir haben auch wieder von unserem Außenstudio Sandra. Liebe Sandra. Außenstudio. Herzliche Grüße aus dem Außenstudio hier in Radebeul bei Dresden. Ich bin ein bisschen spät reingekommen, also vielleicht habt ihr darüber schon gesprochen, aber ich frage mich gerade, wieso sollte man Sketchnoten überhaupt mit KI machen wollen? Denn das Sketchnoten als solches war doch etwas in meiner Wahrnehmung, das mir helfen soll, mir Dinge besser zu merken, mich auf Dinge besser zu fokussieren. Wenn ich dann wieder nicht richtig zuhöre, weil ich gar nicht male dabei oder kritzle oder was auch immer und dann sage, ach, macht mir die KI, ist doch der eigentliche Zweck überhaupt nicht mehr erfüllt. Deswegen weiß ich gar nicht, ob man eigentlich alles KI machen lassen soll, was einem auch selber eigentlich ursprünglich hilft, indem man es selber tut.
Also das ist immer so, irgendwer hat das mal so cool gepostet irgendwo, die KI soll für mich Wäsche waschen und putzen, aber doch nicht die schönen Sachen machen, wie jetzt hier so ein hübsches Bild malen oder was. Und ich glaube nicht, dass eine KI das jemals so schön machen kann, wie Katrin das jetzt macht. Also auch so eben Katrins Stil einfach. Und wenn das ginge, ne, dass man dann Katrins Stil, dass jeder Mensch Katrins Stil nachahmen könnte. Das ist so. Gefällt mir alles nicht. So, und jetzt gebe ich das Wort gleich weiter an Sabrina, die sich nämlich auch gemeldet hat hier im Online-Raum. Außer Katrin will erst was dazu sagen. Jetzt grätsche ich gleich mal rein, weil es war gerade mal ein, vielleicht muss man es schärfen, wozu dient denn deine Frage dann? Naja, ich wollte einfach nur Leute hier in die Session bringen. Hast du geschafft, Katrin, du bist so schlau. Es stimmt natürlich, also das ist auch nochmal ganz gut, also ich hätte auch nochmal ganz kurz sagen können, was Sketchnoting ist oder was Sketchnoting für mich ist, und der Punkt ist auf jeden Fall, also das ist auf jeden Fall valide, also es geht vor allem darum, dass ich das für mich mache und dass ich mir dadurch Dinge besser merken kann, aber ich glaube, und ich komme gerade aus einer Session raus, die sehr dystopisch ist und die KI übernimmt alles. Und ich habe den Eindruck, also ich wollte das deswegen das alles so ein bisschen positiv aufbauen, um zu sagen, ey, was gibt es denn für Möglichkeiten? Und ich finde es einfach toll, was ihr alles für Wissen da reinbringt. Und ich werde mir das auf jeden Fall nochmal im Nachgang anschauen und gucken, ob ich da vielleicht auch nur einen kleinen Teil mit reinnehmen kann. Also so, ich glaube auch nicht, dass ich alles machen werde, aber vielleicht für einen einzelnen Bestandteil vom Prozess. So, sorry. Ich denke, das war jetzt mal ganz gut zum Schärfen. Wir haben aber noch ganz viele Wortmeldungen. Sabrina war als erstes da und dann gehen wir in den Raum. Ist das okay? Entschuldigung, aber ich hatte dich in der kalten Schulter. Ne? Aber gehen wir ins Außenstudio, Sabrina. Genau, schöne Grüße aus dem Außenstudio. Also als kleine Hilfe kann ich sagen, dass ich manchmal, wenn ich keine Idee habe, wie ich etwas Komplexes visualisieren könnte für die Sketchnote, die ich mache, dass ich ChatGPT und Co. bitte auf humorvolle Art und Weise mehr Synonyme oder Bebilderungen, Visualisierungen zu sammeln zu. Und das ist wirklich ganz interessant, weil in häufigen Fällen kommt man einfach auf wo man denkt, ja klar, logisch, ich zeichne einfach ein und dann wissen alle, was ich meine. Also es ist allein das fand ich schon mal ganz praktisch. Kleinigkeit, aber hilft. Ja. Gut, danke. Jetzt habe ich die Reihenfolge übersehen. Ich fange mal zu meiner Linken an und ihr gebt dann weiter. Ja? Ja, genau, danke. Ich fand die Diskussion eben gerade spannend und auch eine, die ich glaube, sollte man weiterführen. Ich komme eher aus einem Bereich, wo wir die Entscheidung, ob etwas automatisiert oder digitalisiert wird, nicht daran treffen, ob es technisch möglich ist. Also wir digitalisieren nicht einfach, weil wir das können, sondern auch, ist die Arbeit wertvoll für den Menschen oder der Prozess wertvoll für den Menschen? Und dann ist es vielleicht gar nicht so schlau, das zu digitalisieren oder zu automatisieren, obwohl es schneller gehen würde, obwohl es vielleicht effizienter wäre auf irgendeine Art, aber weil es für Menschen wertvoll ist, gewisse Dinge zu tun, selbst zu tun, also zu malen, zu zeichnen zum Beispiel, übergeben wir das eben nicht einer Automatisierung. Also, dass es nicht nur den technischen Entscheidungsaspekt gibt oder den finanziellen, den betriebswirtschaftlichen, sondern auch, ist es wertvoll für den Menschen oder ist es nur eine Last? Genau. Einfach so, ich finde die Diskussion spannend. Aber ein Aspekt, den ich jetzt tatsächlich im KI-MOOC gehabt habe, ist, aber auch in anderen Settings, Präsentationen und so weiter. Ich habe so viele glatt geföhnte Midjourney-Bilder gesehen, dass ich richtig, obwohl ich bin da komplett unbegabt, aber ich habe so richtig Lust bekommen, wieder selber meinen Stift in die Hand zu nehmen. Ja. Ich übernehme dann vielleicht doch nochmal die andere Argumentationsseite. Weil, also für mich hat Sketchnoten halt mal mindestens zwei Perspektiven. Das eine ist natürlich, wie wir es gerade eben gehört haben, man Sketchnote für sich selber, um besser zu lernen und sich die Dinge zusammenzufassen. Aber ich persönlich kann es nicht und habe aber sehr oft davon profitiert, dass andere Leute
gesketchnotet haben. Und da finde ich es dann halt auch fantastisch, wenn man auf einem Blatt eine visuelle, textuelle Zusammenfassung hat. Und ich finde es halt eben auch dann effizient und praktisch, wenn, sagen wir mal, 15 Köpfe wie wir hier mit im Raum und nochmal 15 Köpfe virtuell sich für eine Dreiviertelstunde zusammensetzen und es kommt nachher ein tolles Ergebnis dabei raus und es ist dann halt festgehalten. Das finde ich, ist dann halt eben auch eine Effizienzsteigerung, wie du es genannt hast, auch wenn ich jetzt das Wort normal nicht benutze. Aber ich finde, das hat auch eine absolute Daseinsberechtigung. Ja, Katrin, möchtest du dazu was sagen oder kann ich? Okay, ich befürworte das, was du gesagt hast. Du willst auch mitfahren. Also ich bin nicht unbedingt begabt, aber auch nicht so ganz für Kindergartenmalerei. Ich würde schon was hinkriegen. Aber es ist jetzt nicht so das, was sie da macht. Und ich sehe das, deswegen sehe das auch so, dass ich würde es nicht nur für mich machen, sondern ich habe hier und da eine Botschaft, die ich an Kunden einfach auch mitgeben möchte, die nicht in Buchstaben steht. Und da wäre es schon mega, wenn das in der KI könnte. Also mir eine Sketchnote für meine Botschaft kreieren, die durch die Blume dann also im Bewusstsein ankommt. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Nicht in Worten, sondern die Botschaft kommt an. So, dafür würde ich gerne eine KI haben. Ich wollte noch was sagen, aber ich habe es wieder vergessen, wenn es mir wieder einfällt. Ich weiß es wieder. Darf ich es noch sagen? Ja, oder? Und zwar das Thema Digitalisieren von, die ganzen Pros hier, wie die jetzt was zeichnen und malen. Digitalisiert ihr das auch für euch und vektorisiert ihr das auch, damit ihr das dann noch weiter benutzen könnt? Oder bleibt das einfach in euren Notizblöcken? Kann da jemand ein Pro was zu sagen? Und gibt es da auch KI oder Vereinfachungen? Also man kann ja auch einen digitalen Notizblock haben. Vakuum, sag ich nur. Da geht's schnell. Nein, aber ansonsten tatsächlich ist das genau so ein Punkt, wo sich jetzt auch solche Firmen wie Bicablo und Co. gerade massiv mit auseinandersetzen. Wie kriege ich die Daten, wenn ich sie denn visualisiere, hinterher in eine Form, um damit weiterzuarbeiten? Ne, dass es eben nicht so ein One-Night-Stand ist, so nach der Methode, sondern dass das eben halt auch dann später weitergeführt wird. Und da ist im Moment tatsächlich bei Bicablo selber so ein Medienbruch drin. Die machen das dann einmal und die nächste Sketchnote baut dann einfach auf die, aber es ist nicht die gleiche Sketchnote, die weitergeht, sondern es ist eine neue Sketchnote. Und da würde ich mir auch tatsächlich eher wünschen, dass man das so weiter nimmt, zum einen, zum anderen eben halt aber auch diese Schnittstelle genau gerade in die anderen Tools. Ne? So nach dem Motto, ich mache hier eine Aufgabenliste in meiner Sketchnote rein und diese Aufgabenliste landet dann hinterher so bei dir und bei dir, so wie derjenige, welcher sie gerade dann noch abarbeiten kann. Und so einer zeichnet und der Rest bekommt die Aufgaben so, wie sie brauchen. Und der kann das dann auch schön optisch als Mindmap oder als weiß ich nicht was machen und trotzdem Sketchnoten rein. Das wäre so das Optimum. Das wäre so das, wo ich sage, okay, da braucht man auch eine KI-Unterstützung zum einen und zum anderen halt eben auch so einmal dieses, ich digitalisiere das, damit das hinterher weiterverarbeitet werden kann und andersrum, da kommt jemand, der nicht so gerne Sketchnotet, möchte aber trotzdem eine visuelle Zusammenfassung haben. Für den muss ich die Hürde, damit er das wirklich auch nutzen kann, aber so tief liegen, dass er damit arbeiten kann. Von daher, ja. Das war auch so mein Punkt, weswegen ich das Ding haben wollte. Er möchte jetzt weiter. Welches Ding? Das Ding. Die 6.
Ich wollte deinen Punkt nämlich nochmal aufgreifen, deswegen musst du zuhören. Und zwar bin ich gedanklich auch eher dabei, wie kann ich etwas visualisieren, also eine Botschaft, die ich habe, dass ich das nicht in Textform in eine PowerPoint-Präsentation klatsche. Und da war ich gedanklich wieder bei der LOSCON vom letzten Jahr, wo wir unsere Lernumgebung mit Lego gebaut haben und Simon sie ja dann in so ein schönes Bild gepackt hat, wo dann so eine Art Lego-Menschen in einer Umgebung sich befanden und wo man natürlich ganz viel interpretieren kann. Und wenn du jetzt sagst, dass Vicablo sich auch damit schon beschäftigt, wie ich das vielleicht virtuell darstellen kann, sind wir vielleicht gar nicht so weit weg davon, dass wir dann eben nicht in diese Bildform gehen, dass das aussieht wie Lego-Männchen, die sich in einem Raum befinden, sondern eher, dass dann von Vicablo diese mit Schlagworten versehenen Mannequins irgendwie dann sich in diesem Bild befinden. Und dann wäre es nochmal ein zusätzlicher Mehrwert, als wenn wir nur dieses Bild haben. Hörtest du? Hast du noch eine Wortmeldung dazu? Ja. Für mich ist halt das Besondere geht halt verloren, wenn wir es alle per Knopfdruck können. Ich freue mich total, das zu sehen und ich könnte es auch gerne und ich wünsche mir auf der einen Seite, das auch als Funktion mit KI nutzen zu können. Dann würde ich das bestimmt ganz oft machen, so wie ganz viele andere. Und damit geht halt für mich ein Stück weit wieder das Besondere verloren, wo ich mir dann die Frage stelle, nehme ich das dann, so wie ich es heute wahrnehme, zukünftig auch noch wahr? Oder ist es dann schon wieder in der Flut von alles ist visualisiert und dadurch eben nicht mehr herausgestellt an Besonderheit verloren? Das wäre so eine kritische. Okay, gut. Erstmal ins Außenstudio zu Marina. Und ich habe tatsächlich zwei Themen mit KI und Visualisierung, die gerade so eine Sache sind, die noch nicht geklärt sind. Also zum einen, was ja auch im KI-Leitfaden erklärt wurde, ist, dass bildgenerierende KIs keinen richtigen Text können. Die machen nur irgendeinen Kauderwelsch. Und das heißt, wenn ich eine Bild generiere, dann versuche ich eigentlich jeden Text rauszuhalten, damit da einfach kein Kauderwelsch drinsteht und mache den halt dann nochmal, wenn ich ihn wirklich brauche, dann im Nachhinein nochmal drauf. Das heißt, diese Kombination aus einer Sketchnote, dass es visualisiert ist und ein vernünftiger Text drinsteht, das geht ja aktuell noch gar nicht. Das heißt, das wäre eine Sache, die würde mir im Portfolio noch fehlen, um tatsächlich einen Prompt generieren zu können, der eine vernünftige Sketchnote erstellt, die nicht nur ein Männchen sozusagen darstellt. Und das Zweite ist, ich persönlich bin auch ein Freund von digitalen Notizen. Ich mache das nicht annähernd so professionell wie, ich weiß gerade nicht mehr genau, wie du heißt, aber die Referentin. Ich versuche mich da aber auch manchmal. Nur wenn ich dann in einem Prozess eine PowerPoint zu erstellen, dann ist das ja noch ein Prozess. Das heißt, ich bin mir da im Zweifelsfall noch gar nicht so sicher, was, welche Worte und in welcher Art und Weise ich das darstellen möchte. Das heißt, es verändert sich. Und eine Sketchnote ist nun mal einfach nicht so flexibel, wie wenn man dann einfach die Stichpunkte nochmal umsortiert und den Text ändert etc. Und das heißt, wenn ich eine Sketchnote oder eine Visualisierung malen möchte für etwas, muss ich mir hundertprozentig sicher sein, das ist das, was ich möchte. Und zumindest in meinem jetzigen Prozess. Und da bin ich noch nicht darüber hinweggekommen zu sagen, okay, das visualisiere ich jetzt mal mit einem virtuellen Stift. Okay. Danke. Katrin will erstmal was drauf begegnen. Nee, also nur, wenn gerade keine anderen. Doch, wir haben intern im Raum noch zwei Wortmeldungen. Okay, dann spreche ich einfach mal dazwischen. Also ich wollte noch was sagen zum Thema Digitalisierung, beziehungsweise wie findet man seine Sketchnotes wieder? Da bin ich die Schlechteste zum Fragen. Ich finde die zufällig wieder oder schmeiße weg oder so oder habe sie irgendwo auf dem Handy. Also ich bin da noch nicht wirklich weitergekommen, aber es gibt so Überlegungen, zum Beispiel auch im Zettelkasten zu verchecken oder eben auch, also was man sich gut vorstellen könnte. Und darauf wollte ich jetzt gerade auch raus. Für mich ist es oft auch nicht mit der Sketchnote zu Ende. Also auf der einen Seite schon, weil ich mache die fertig und dann pause ich sie. Aber man kann ja immer noch irgendwie ein Bild rausnehmen. Und das wäre vielleicht so ein bisschen die Überlegung zu sagen, welches Bild passt denn daraus am besten, um irgendeine Idee darzustellen. Und das kommt dann in die Botschaft quasi, in die Präsentation. Also das ist eher so ein iterativer Prozess. Wäre für mich aber schon eher so eine illustrierende Geschichte und weniger das Sketchnoten an sich, sondern eher dann ja eine
Veranschaulichung in Sketchnote-Stil. Genau. Okay. Nee, erstmal intern hier. Und dann kommst du. Danke. Ich wollte noch mal nachliefern, aber ich schreibe die dann nachher in den Chat rein, die Tools, die ich aufgeschrieben hatte für eine KI, die mitplottet bei Video und dann eine, wo man das reinkopieren kann, den Text, der eine Zusammenfassung schreibt. Die habe ich vorhin gefunden, die sind aus einer anderen Session. Das Zweite ist, wenn man bei Sketchnotes, genauso wie beim Mindmapping, sich genug Platz lässt. Die Mindmap ist eh ein Prozess. Man kann sie ja hinterher immer noch ein bisschen aufhübschen, alles gar kein Problem, glaube ich. Ich bin nicht schnell genug im Zeichnen, nicht mehr. Das ist also auch einfach eine Übungssache. Ne? Katrin, würdest du auch sagen, oder? Wie schnell man die Sketchnotes wirklich mitschreibt, weil man sich ja zum zweiten Mal damit beschäftigt. Meine Idee dahinter ist, warum ich sage, es wäre schön, mit KI arbeiten zu können. Ich denke nicht nur ans Selbstlernen, sondern ich habe als dritte Aufgabe auch noch leider Ausbildung, Verwaltungshandeln. Und es wird Bereiche geben, wo wir von uns Themen in irgendeiner Form digital aufbereiten müssen. Ob das jetzt als Videos, Podcasts, von mir aus auch als Blogbeiträge. Also jetzt habe ich ja in den letzten anderthalb Tagen so viel gelernt, wo ich mir denke, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. So viele tolle Sachen, wie ich das am besten sortiere, um es meinen Kunden, nenne ich es mal, am besten rüberzubringen. Und ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass ich Zusammenfassungen mit KIs verwenden kann, vielleicht sogar eigens gezeichnete Sketchnotes, die man digitalisiert, also ne, Bild und rein in die Klamotte, rein in die PowerPoint, einfach eine bessere Visualisierung als immer nur Diagramme und Zahlen. Ich glaube, die meisten, und das glaube ich, da kann man Studien nachlesen, wie Menschen lernen und tatsächlich bildliches Lernen und dann natürlich irgendwann selber machen, sind so am weitesten mit davon. Das ist also für mich auch das Thema Sketchnotes und warum das echt schön wäre, auch ein bisschen KI unterstützt für die, die es nicht können, zum Aufbereiten. Danke. Okay, gegenüber? Gegenüber noch? Und dann gehen wir wieder ins Außenstudio. Also zuerst nochmal absolut allerhöchste Wertschätzung, Katrin, für deinen Skill. Und da sind wir uns alle einig. Und es ist auch immer schwierig, ich will es auch in keiner Weise kritisieren. Und ich habe vorhin gemerkt, wir tendieren halt dazu, auch so ein bisschen das jetzt so hoch wertzuschätzen, was ja gerechtfertigt ist. Aber ich finde es gut, wenn wir trotzdem auch versuchen, nochmal einen Schritt weiter zu denken. Weil ich habe eben mal überlegt, wie würde für mich so das Sketchnoting 5.0 aussehen? Und wie wär's denn, jetzt habe ich meine Notizen hier, Face ID. Wie wär's denn, wenn wir mal überlegen, das Sketchnote von dir, wenn das zukünftig dann digital zur Verfügung stünde und eben auch eine Animation mit beinhalten würde, die den Weg herleitet, wie das Ergebnis entstanden ist oder manchmal. Oft ist ja auch ein gewisser Weg mit für eine Lösungsfindung oder für eine Produktentwicklung im Sketchnote mit enthalten, den man dann halt gedanklich mitgeht, aber der könnte mit animiert sein. Das Zweite wäre, wenn dann halt automatisch auch die Detailinhalte, wie jetzt aus einem Transkript von einer Session, wenn die halt eben auch direkt mit über einen Hyperlink mit hinterlegt werden. Und man könnte sie halt eben auch abrufen auf On-Demand, also wenn ich sie benötige. Und dann noch als dritter Schritt weitergedacht, wenn dann die KI sogar noch weiterführende Inhalte automatisch recherchiert hätte und die dann auch spontan mit abrufbar wären. Also aus meiner Sicht würde das dann so ein Sketchnote, so eine Aufzeichnung, erheblich nochmal bereichern. Und das ist, glaube ich, heutzutage. In manchen Bereichen ist das über Workflow-Tools, wenn man halt verschiedene KI-Tools hintereinander schaltet, wäre das in der ersten Version schon möglich. Und morgen oder übermorgen ist es dann vielleicht auch als integriertes Tool verfügbar. Das hört sich, bei mir läuft gerade so ein Film ab, so als ich Sketchnote laufen lernte oder sowas irgendwie. Ja. Na? Bei dir auch? Ja. Ja, das geht schon. Okay, aber ich hatte im Außenstudio noch eine Wortmeldung von Jan. Jan? Naja gut, dann sage ich halt was. Nee, ich hatte zwei Themen jetzt dann, also angeregt durch das gerade. Ich meine, das erinnert ja ein bisschen an Filme und
die kann man natürlich dann auch sozusagen on demand generieren lassen in Zukunft. Das ist vielleicht, wenn man dann so Sketchnoting 5.0 in Gedanken hat, da ist die Frage, wer konsumiert das dann noch, wenn das zu animiert und zu, wie soll man sagen, aktiv ist das Ganze. Das dauert ja dann auch länger. Das ist eigentlich das Schöne an den Sketchnotes, dass es so kompakt ist im Endeffekt. Und der andere Gedanke, den ich vorhin noch sagen wollte, ist, dass man ja umgekehrt praktisch diese Digitalisierung der Sketchnotes, das kann man ja schon super mit KI machen. Einfach einlesen lassen und dann legt man das irgendwo ab und dann findet man die Inhalte auch maschinenlesbar wieder quasi, was ja normalerweise so im Bild ein bisschen schwierig ist. Ja, das waren meine zwei Gedanken dazu. Von dem Sketchnote-Nerd die Frage, was heißt einfach einlesen lassen? Ich habe jetzt ein Papierstück. Was mache ich? Ich mache jetzt ein Bild von dem Papier und das Bild gebe ich dann in die KI? Ja, genau. Und was hat die KI dann mit meinem Fotobild gemacht? Naja, halt geschaut, was da drauf ist und das praktisch sozusagen indizierbar, maschinenlesbar diese Inhalte sich gemerkt sozusagen. Und dann könnte man das natürlich auch wiederfinden oder sowas, wenn man das weiter verarbeiten will. Aber dann brauche ich ja Metadaten noch dazu, oder? Dann, sonst funktioniert es ja nicht. Ja. Genau, das wäre nämlich die Aufgabe. Also ich habe das noch nie nicht gemacht. Also ich meine, die Schrift muss natürlich lesbar sein, aber das würde ich gerne echt mal austesten, weil das war nämlich der Fall, also wo ich nicht dazu gekommen bin, das zu vertaggen. Und wenn dann irgendwelche Dinge quasi gefunden werden, dann wird es hoffentlich irgendwie einsortiert bei KI und ich weiß nicht, Midjourney, solche Themen müssten dann da passieren, genau. Ich wollte nur noch kurz sagen, also dieses Mitfilmen, das machen, da gibt es Zeichen-Apps wie zum Beispiel Procreate, wo man wirklich den Film laufen lassen kann, während man zeichnet. Also andersrum, das filmt mit, während man zeichnet, so rum. Genau, kann man einstellen. Also wenn ich jetzt auf dem iPad zeige. Genau, digital. Also man kann natürlich auch eine Dokumentenkamera hinstellen und das abfilmen lassen. Das geht natürlich auch. Okay, noch weitere Fragen, Anregungen, Wünsche, Ideen? Wir haben noch 5 Minuten. Dann. 5 Minuten? Nee? So. Dann habe ich noch, noch weitere ketzerische Fragen. Nein, nur zum Fragen. Aber wie lange zeichnest du schon diese Sketchnotes? Wie lange machst du das schon? Und wie gut war das? Wie hat deine erste ausgesehen jetzt im Vergleich zu der, die jetzt? Also ich zeichne ungefähr seit 2016. Also bin jetzt im 8. Jahr, also mit den Sketchnotes. Ich habe davor auch mal gezeichnet, aber habe es ganz lang gelassen, weil ich einfach gesehen habe, dass andere Leute besser zeichnen können. Wieder diese Übungsthematik. Und meine erste Sketchnote, die ich auch immer gern zeige bei Workshops und so weiter, das war eine Podiumsdiskussion zu einem IT-Thema, also total irre eigentlich, sowas zu zeichnen. Keine Struktur, man wusste nicht, wie viel kommt inhaltlich. Total wirr, aber ich habe einfach gemacht. Und ich glaube, das ist für mich, also es ist, ich kann mich noch daran erinnern, was das für ein Thema war. Ich kann mich noch daran erinnern, was so ungefähr der Inhalt war. Und das ist, also es hat funktioniert, auch die erste Sketchnote hat für mich funktioniert. Vielleicht die Nachfrage, wenn man jetzt diese acht Jahre einfach wegmachen würde und du könntest das jetzt einfach eingeben und das würde das für dich machen, was würde dir dann fehlen? Was? Also ich wurde viel gefragt, wie kriegt man das hin mit dem Strukturieren, mit dem Filtern, was kommt da drauf? Und das ist, das könnte, also wenn die KI das hinkriegt, dann ist es sicherlich, ist sicherlich cool, aber ich könnte es dann halt nicht. Danke.
Ja, ich wollte nochmal den Gedanken von Stefan aufgreifen, weil ich glaube, dass das wäre ein riesen Mehrwert, glaube ich noch, oder es hätte noch viel mehr Use Cases, wenn du das trotzdem weitermachen würdest. Man würde dann mit diesen Zeichnungen der KI Input geben. Also im Sinne von, man macht daraus kleine Animationen, man bereichert es hypertextualisiert mit Inhalten. Vielleicht erstellt man aus diesen ganzen Bildern auch so einen Trailer am Ende von der LostCon, wo das eine Bild in das andere morpht oder so. Also einfach, um noch so ein bisschen zusätzlichen Mehrwert aus dem zu generieren, was da schon so wertvoll ist. Das könnte ich mir halt super vorstellen, ohne dass man den Kreierungsprozess als solches auflöst, sondern mit dem kreierten Dingen weiterarbeitet mit Hilfe der KI. Das wäre doch nochmal ein anderer Schritt. Und dann wird natürlich so, wie unser KI-Leitfaden aufgepeppt worden ist, können dann natürlich ganz neue Lernprodukte dann auch entstehen. Jetzt hatte Marina noch eine Frage. Du auch. Ich muss bloß auf die Zeit gucken und die Frage dann an die Katrin stellen. Stehst du noch ein paar Minuten länger zur Verfügung? Okay, dann aber quick and dirty. Dann Marina. Ja, Katrin, du hattest mir ja den Leitfaden von LernOS, den du entwickelst oder mitentwickelt hast, verlinkt gestern netterweise, weil ich mich dafür interessiert habe. Würdest du jetzt mit der Perspektive, die du auf KI und Bildgenerierung hast, sagen, du hast für dich persönlich so viel in diesen 8 Jahren gelernt, dass du, obwohl es irgendwann vielleicht auch automatisierbar da ist, anderen raten zu sagen, hier, das lohnt sich immer noch, das anzufangen zu lernen? Ja, natürlich. ich wollte auch noch mal ganz kurz sagen, also einfach nur in die Runde, also vielen Dank, dass ihr da wart. Und ich habe den Kommentar auch auf dem Schirm. Ich wollte nur sagen, ich würde gerne einen KI-Leitfaden Circle machen, wenn die Bildthemen drin sind. Und ich werde das auch ankündigen. Und wer dann mitmachen will, würde ich mich total freuen, eben mit Thema quasi Visualisierung, Sketchnoting im Hintergrund. Das finde ich einfach nur mal angekündigt. Ich hätte total Lust. Danke. Gut.